On the road again. Fickt euch, ihr Wichser! Der Fußbus fährt immer. Was ist da los? Der Fußbus läuft immer noch nicht. Ich muss mein Bike holen. Na schön, ein paar Meter machen. Naja, ein bisschen laufen am frühen Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Hast du eine Scheide? Was hab ich? Ob du eine Scheide hast? Oh, nein, ich hab keine. Was hätte ich die hinten mit draufpacken können? Vergiss es. Vergiss es. Ja. Da laufe ich lieber. Ja, ist ja nicht mehr so weit. Sag dir Bescheid, wenn ich was weiß. Wenn ihr was wisst, dann sag du Bescheid. Mama. Alles klar, wünsche dir was. Viel Spaß beim Laufen. Jo, fahr vorsichtig. Ja, und hol dir nicht so viel Sand in die Scheide beim Laufen. Ja. Und noch was. Samma! Samma hackt's! Was hab ich? Was? Geht's noch? Was denn? Du fährst hier wie so ein Bekloppter. Was hab ich? Bist hier wie so ein Bekloppter langgefahren, sag ich. Helikopter? Nee, da war nix. Oh Gott, jetzt halten Sie nie. Ich tanken bin ich jetzt. Ja, denn Feuer frei. Oh, das ist aber schön. Na sicher. Darf ich mal fahren? Nee. Ich bin früher viel gefahren. Ja, glaube ich dir, früher. Da früher wurden die Dinger aber auch noch mit Pferde gezogen. Ich bin ein Kriegsheld, ich war bei der Navy. Navy, du hast die Navy erfunden in deinem Alter, du Arschloch. Was haben Sie? Was? Was? Ich. Nichts für ungut, ne? Ich suchte Sven, ja, aber die ist nicht da, seit gestern. Jetzt bringt mir keiner Essen. Ja, soll ich dir was vorkauen und im Mund sprungen wie die Vogelmutter? Was stimmt denn mit Ihnen nicht? Sind Sie ein Sexualstraftäter? Sie sehen aus wie ein Mexikaner. Ich glaube, wir haben hier gleich ein dickes Problem, Opa. Wenn du mich nochmal Mexikaner nennst, dann schlage ich dich grün und blau. Hast du einen Namen, Junge? Mein Name ist Ron. Ron? Ron. Das ist schön. Ja. Ich bin der Eddie Miller. Ich muss jetzt weiter, Junge. Ja. Weißt du, was willst du von mir? Ist das ein Überfall, oder? Geh dich gleich um. Wann hab ich? Frohe Weihnachten! Scheiße, hab ich dich nicht gestern am Flughafen gesehen? Ja, warte mal, du hast mich doch gestern beleidigt, Mierda! Was jetzt? Puh, hast du gedost, Mierda? Hab nur Kuhscheiße gerochen, nur Mierda um mich herum. Ja, das war mein Leben! Jetzt bist du hier und jetzt bringst du die Scheiße mit hierher. Riechst du immer noch nach Kuhscheiße? Das ist deine Oberlippe, verdammte Scheiße. Ja, schau sie dir genau an. Merk dir meine Oberlippe, amigo. Schau sie dir ganz genau an. Scheiße, verdammt, das sieht aus wie ein Fahrradlenker. Jetzt rück mir nicht so auf die Pelle, sonst schiebe ich dir die Faust rein. Ja, beruhig dich, alter Mann. Mir da, bevor du noch einen Herzinfarkt bekommst und ich dich noch hier zum Krankenhaus hin und her fahren muss, Mann. Wenn du hier rumlümmelst, ich schlag dich mit einem Weich hier. Hier ist Amerika, verdammt. Sir, ich bin bereit. Na gut. Ich bin dafür bereit. So, jetzt geh mir aus dem Weg, ich muss los. Achso, wir wollten Mucke anmachen. Kurz nochmal ein Lied anschmeißen hier. Gleich wieder irgendwo gegen in dem Modus. Es ist schön in Stream, urgeil. Aber ich fahr wieder gleich irgendwo gegen.
Ich wollte mich aber mal beim Moped anmelden. Da bin ich gerade überfragt. Ansonsten drehe ich noch mal eine kleine Runde und bin gleich wieder hier. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ansonsten ja. Sage ich Bescheid, dass hier irgendein Typ mit dem Moped war. Ron, mein Name. Gut, dann sage ich Bescheid, dass hier ein Ron war. Na sicher. Gut, wünsche dir was. Und hör auf, in der Werkstatt rumzuwichsen. Was ist das? Als ob man nicht weiß, was er hier macht. Also erstens, junger Mann, wenn Sie über jemanden sprechen, sollten Sie so sprechen, dass es nicht hört, wenn Sie das nicht möchten. Und zweitens, ich weiß genau, was ich hier mache. Haben Sie ein Problem damit, Sir? Und sonst so, Hopkins, wie läuft's? Ja. Ich hab Sie gefragt, ob Sie damit ein Problem haben. Na komm her, Fifi, komm. Gut. Problem oder was? Eine Freude. Ein kleines Tänzchen. Sir? Ja. Sie sind ein unfassbar ignorantes Arschloch. Hatten Sie noch was gesagt, Sir? Ja. Und zwar? Fick dich. Ja. Oh Gott! Scheiße! Oh, die Maschine ist leider kaputt, Mr. Baker. Scheiße, Mann. Ich glaube, das sind die da. Brauchen Sie einen Arzt? Sind das diese Tölpel? Ja. Schießen Sie die raus! Ich brauche einen Arzt. Sheriff Department, wir haben einen Officer, der verletzt ist vor Mission Ropey D. Wir brauchen sofort einen Rettungswagen. Ja, ich brauche auch einen. Mensch, Herr Kothaufen, ich aber jetzt mal hoch da mit Ihrem Marsch. Und? Mensch, lass mich doch nicht so warten. Was ist denn los? Ich brauche Türsteher, Hilfe, ich brauche Türsteher. Nein, ich habe nur deinen Post gerade gesehen, verdammte Scheiße. Sag mal, was macht denn ihr eigentlich so nebenbei? So, zieht ihr da so ein paar Dinger durch? Hm? Scheiße. Mal demnächst irgendwie so ein kleines Ding drehen oder so. Ja, was meinst du denn? Keine Ahnung. Vielleicht mal am Davis ein paar Leute verdreschen oder so. So am Dings, am ich bin bei mir. Ja, ja. Echt? Kommst du rum, eine Runde würfeln oder Billard oder? Na frei, komm mal gleich rum. So ja, bring mal Bier mit. Ja, so in 10 Minuten sind wir dann da. So, ne? Alles klar. Ja, mach das bis dann, Tschüss. Dir gleich eine. Baum runter, ich zeige dir was. Willst du mir einen Gefallen tun? Baum, ich zeige dir was. Willst du mir einen Gefallen tun? Da. Hast du einen Knüppel oder sowas? Was ist das? Ja, hier ein Baseballschläger oder eine Eisenstange oder irgendwas.
Ich hab Faust, macht alles kaputt. Okay, siehst du den Wagen, den schwarzen modernen da vorne, diesen scheiß E-Wagen da vorne? Was so denn da? Ja, ja, den zweiten. Da? Oh, da mal ordentlich drauf. Dann hast du einen gut bei mir. Oh, strong, Mann. Ich bin schuld, was geht. Ja. So, Davis? Der reiche ja, Fuzzi, wo er auf die Karre drauf einsteckt, der hat gesagt, der will was gegen Davis machen. Wie, der will was gegen Davis machen? Der will das ganze Viertel abreißen. Ich wollte nochmal zur Nachbehandlung kommen. Mich hat doch vorhin jemand angefahren. Bräuchte da vielleicht der ein oder andere eine Behandlung am Rücken noch. Wie lange fahren Sie schon Motorrad? Oh, eigentlich schon immer. Solange ich das Ding alleine halten kann, ne? Okay. Mein alter Herr, der war in der Umgebung halt ein sehr bekannt, ob positiv oder negativ in der Biker-Szene. Man nannte ihn Patriot. Ich habe kein gutes Gedächtnis, sagen wir so. Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen, Sir? Mein Name ist Ron Baker. Wir fahren jetzt zurück und machen dabei erstmal schön wieder Mugge an. Er dreht völlig durch. Ab in die Falle. Mit Kippe.